ganz am Anfang, wenn Leute sich hinsetzen und ich gucke so in die Augen von den Leuten rein, dann sind da so ein paar kleine Teelichter drin. Und dass diese kleinen Teelichter in den Augen in so überkrasse, mega Flammen sich entwickelt haben, das ist halt ein geiles Gefühl, wenn du genau weißt, du kannst damit irgendwas erreichen und den Leuten halt weiterhelfen. Am Ende des Tages, dann liegst du abends in deinem Bett und denkst, krass, was war denn das heute für ein Abenteuer? Und das macht mich nicht müde, sondern das pusht mich nur noch mehr auf meine Grenzen. Also zwischen dir und deinem letztendlichen Traum ist ein riesengroßer Brocken, so ein richtig fetter, schwerer Stein. Wenn du dir aber erstmal selber in diesem Mindset drin bist und sagst, fuck ja, Mann, ich will sowas machen und ne, du bist richtig gepusht, dann ist dieser Stein kaputt, fällt zusammen und es sind noch lauter kleine Brocken. Und da kann man dann gemütlich drüber laufen.